In dieser Videoreihe, die aus 8 Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagogik gegeben. Das 8. und letzte Video thematisiert die visuelle Kommunikation. Der im letzten Video vorgestellte formale Kunstunterricht fokussierte die formal-bildnerischen Aspekte der Kunst, die objektiviert, systematisiert und unterrichtet werden sollten. Die visuelle Kommunikation grenzt sich hiervon in der Hinsicht ab, dass die inhaltliche Seite des Kunstunterrichts stärker in den Vordergrund gerückt wurde und moderner sein sollte. Die Vertreter der visuellen Kommunikation, wie Hermann Ehmer, sahen die traditionelle Kunst als historisches Fossil, als Randerscheinung an. Sie war in ihren Augen nicht mehr innovativ genug und hatte durch den pulsierenden Kunstmarkt Warencharakter bekommen. Daher sollte der Schwerpunkt des Kunstunterrichts auf aktuellere Kunst bzw. visuelle Alltagsphänomene und Massenmedien gelegt werden, da diese den Umgang mit Bildern am meisten prägten. Die Lernenden sollten für die ästhetischen Reize und verwendeten Gesetzmäßigkeiten ihrer Umwelt sensibilisiert werden. Sie sollten die Kommunikationscodes durchschauen, die beim Kontakt mit Produkten der Kultur-, Medien- und Werbeindustrie Anwendung finden. Das Ziel der visuellen Kommunikation war es, die Lernenden so zu einem kritischen Medienkonsum und zu einem emanzipatorischen Mediengebrauch zu befähigen. Durch die Aneignung von technischen und bildgestalterischen Kenntnissen im Medienbereich sollten sie von hilflosen Rezipienten zu potenziellen Manipulateuren werden. Im Kunstunterricht wurden dann schülernahe und alltagsrelevante Unterrichtsinhalte wie Werbeanzeigen oder Comics stärker thematisiert und medienkritisch analysiert. Eine kunstrelevante Begründung und die formale Seite der Vermittlungsmethoden ließen die Vertreter der visuellen Kommunikation jedoch ausgeklammert. Trotz der Schülerorientierung der Themen empfanden die Lernenden den emanzipatorischen Ansatz der visuellen Kommunikation jedoch als zu wenig an ihren eigentlichen Interessen ausgerichtet. Deshalb vor allem aber dadurch, dass der eigentliche Inhalt des Kunstunterrichts, die Kunst, keine Beachtung fand, entstanden in den 90er Jahren zwei Konzepte, die sich wieder an der Kunst orientierten. Allerdings entbrannte über die Frage, wie Kunst im Unterricht behandelt wird, ein heftiger Streit. Diesen für die Kunstpädagogik bedeutenden Otto-Selle-Konflikt ist ein weiteres Video gewidmet.